a secret and that I gotta keep it. But I want the lights on, yeah, I want the lights on. So, und damit Hallöchen zu einer etwas anderen Aufnahme. Und zwar gehen wir jetzt genaueres über Sophia Bossack durch, die Schwester von Ella Bossack. I decide when to restrain and when to kill. Only the best call the shots. Holy moly Macaroni, das ist doch mal wieder ein sehr vielversprechendes Video gewesen, was wo auf diesem Trailer sehr viel Wert darauf gelegt wurde, dass man ihre Waffen sieht. Und zwar gehen wir mal direkt zu den Waffen, was für mich jetzt sehr wichtig ist. Primär hat sie das LMGE und die M762. Die Sekundärwaffe ist die RG15, das ist glaube ich dieselbe, die Ella hat, auch mit Rotpunktvisier. Als zusätzliches Gerät kann sie sich entscheiden zwischen der Sprengladung, der Beating Charge oder der Claymore halt. Geschwindigkeit hat sie 2 und Rüstung auch 2, also ein klassischer 2-2 wie Twitch und Termite, also wieder so Mittelding. Ja, ihr KS79 Rettungsanker ist halt auch der Bossack-Anker wahrscheinlich. Macht sich elektronisch mittlere Projektiltechnologie zunutze, die sowohl Spreng- als auch Kontaktladung abfeuern kann. Da mehrere Granaten im Gewehrlauf übereinander liegen, müssen die Magazine nicht länger nachgeladen werden. Was eine unübertroffene Effizienz zur Folge hat, die Munition löst eine Schockwelle mit 170 Dezibel aus, also die das Hörvermögen dann beeinträchtigt, und zu einem Schwindeleffekt führt. Die Munition reißt Wände innerhalb von Sekunden nieder, also macht euch auf einen explosiven, schnellen Angriff gefasst. Das habe ich ein bisschen was reininterpretiert, was für mich das jetzt so zu heißen hatte. Also, es wird schnell, so, also Ubisoft behält die Geschwindigkeit bei, so wie bei Ying, es wird schnell. So, sagen wir mal, Ying hat die Geschwindigkeit ausgebremst durch die Legion-Fallen, Ying hat schnell gemacht, Ella macht es auch wieder geringer, dadurch bremst sie Angreifer aus, also es ist Ella wieder ein Gegenstück zu Sophia. Womit man ja so auch verstehen kann, weil wo Ella rauskam, hieß es der Bossack Sturm und jetzt ist es ja der Bossack Anker, also schnell und verlangsamen, das wird, das ist so das Prinzip von Ubisoft. Also die tun sich alle so ein bisschen weiter ergänzen, Pro und Contra, Yin und Yang. So könnte man das jetzt sehen. Prägend, kann euch ein bisschen was erzählen, ich lese euch nicht alles vor, ich wollte es ja nur kurz und knackig halten. Prägend war für Sophia ein Schulausflug zur masurischen Seenplatte, wo Sophia im See spielte, gebadet hat, whatever. Und drei Klassenkameraden, also Jungen kamen und sie auch Spaß tränken wollten. Das hat Sophia so geprägt. Am schlimmsten war es für Sophia aber auch, dass sie die Woche danach neben diesen Jungen sitzen musste, was natürlich dann sehr schlimm sein muss. Sie beschloss dann härter zu trainieren, effizienter, brutaler, was ihrem Vater, also ihr Vater willigte da ein und hat sie ihr skrupellose Techniken beigebracht. Und sie hat halt die Methoden ihres Vaters niemals in Frage gestellt. Ihre jüngere Schwester Ella Elespita, ich kann es nicht aussprechen, sorry. Ja, polnisch. Ist halt die jüngere auf jeden Fall. Und also Sophia hat damals auf einer Mission eine Medaille bekommen. Danach wurde sie einer Einheit zugeteilt und dieser Einheit, da lernte sie ihren Mann kennen, den sie damals, by the way, auch als Feind gesehen hatte. Jetzt hat sie halt mit ihm ein Kind bekommen, wollten heiraten, wollten in den Familienstand gehen. Ella hat sich geöffnet,
Und ihre Schwester Ella hat das überhaupt nicht gepasst und Ella wollte dann auch zu den Groben, wo dann aber Sophia herausgefunden hatte, dass Ella dann die sogenannten Prüfungen da bestanden hatte, rutschte sie zurück in das Loch und wollte auch wieder zur Grobeinheit. Jetzt ist sie wieder bei der Grobeinheit. Ella hat sozusagen keine Lust auf ihre ältere Schwester Sophia, die sind so zum Teil verfeindet. Und ja, das ist bestimmt auch der Grund, warum Sophia bei den Angreifern ist, damit die sich so ein bisschen auf die Fresse hauen können. So ein kleines Hintergrundwissen und halt Infos über diese Operatoren kann ich öfters machen zur Season. Lasst es mir mit einem Daumen nach oben oder einem Abo und einem Kommentar da. Also haut rein, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Rainbow Six Siege Info. Tschüss.